Hallo Freunde da draußen, unsere Verteidigungsministerin Frau Christiane Lambrecht hat sich den Fauxpas des Jahres zum Silvester geleistet. Ein peinlicher Auftritt zu Silvester, eine Silvesteransprache. Schauen wir mal rein, zu verfolgen auch auf Instagram. Hier ist das Video dazu. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und Berlin bereitet sich auf den Jahreswechsel vor. Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? Es hat uns vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Und dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Ich werde jetzt diesen Jahreswechsel begehen mit Familie und Freunden und all denjenigen, die das nicht können, weil sie für uns im Dienst sind, als Soldat oder als Polizistin, im Krankenhaus oder in anderen Bereichen, sage ich ein herzliches Dankeschön. Und uns allen wünsche ich jetzt einen guten Rutsch in ein Jahr 2023, das hoffentlich gesund, glücklich und hoffentlich friedvoll ist. Und nun ist die Frage, darf eine Ministerin wirklich zu Silvester, an Silvesterabend so eine Ansprache halten und den Krieg noch nebenbei erwähnen? Wie Deutsche feiern Silvester und sie erwähnt den Krieg, quasi Trauer und gleich miteinander verbunden. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Also, wir haben ja das Video auch selber auch gesehen. Wir haben das Video 2 bis 3 Mal und öfter angesehen. Und wir sind natürlich auf eure private Meinung gerne gespannt, was ihr dazu meint. Ist die Ansprache von unserer Frau Christiane Lambrecht so schlimm oder nicht? Wir persönlich finden, nein, weil es ist gut, der Hintergrund mag vielleicht verkehrt gewählt gewesen sein. Feuerwerk im Hintergrund, Partystimmung, überall Silvester, oh, wie schön ist doch der Jahreswechsel gewesen. War ja auch, also es war wirklich ein sehr schöner Jahreswechsel gewesen. Und dann kommt die Ministerin und erzählt über Krieg. Kurz nebenbei erwähnt Krieg in der Ukraine. Gut, aber wir persönlich finden dabei jetzt nichts Schlimmes. Ne? Gut, man kann sagen, verkehrt gewählt, ja, sie war ein bisschen weit weg von der Kamera, dementsprechend war sie nicht ganz so zu verstehen, weil ihre Stimme dann quasi hinter Böllern unterging und so weiter. Aber im Nachhinein, was wäre besser gewesen? Sie hätte gar keine Ansprache gemacht oder sie hätte den Krieg nicht erwähnen dürfen? Wenn das war das der Fehler, sie hat den Krieg erwähnt. War das der Fehler gewesen von ihr? Er hat den Krieg nicht erwähnt. Dann hätten alle gesagt, oh, die macht eine Neujahrsansprache und erwähnt nicht mal den Krieg. So schnell werden die Ukrainer vergessen, wie schlimm ist das? Jetzt erwähnt sie den Krieg. Oh, der hat den Krieg erwähnt. Wie schlimm ist das? Freunde, wir hatten auch vor kurzem erst im letzten Jahr eine Fußball-WM gehabt in Katar. Da werden Menschenrechte oder wurden immer aktuell Menschenrechte missachtet. In Deutschland konnten wir die Fußball-WM trotzdem gucken. Wir hatten die Möglichkeit gehabt, unsere Freude zu äußern. Wir konnten Merchandise kaufen. In jedem verfickten Laden konnten wir Merchandise kaufen für die Fußball-WM. Gleichzeitig sagten wir aber auch, wir müssen die WM eigentlich boykottieren wegen Menschenrechte. Ja? Aber es wird im Fernsehen gezeigt, wir konnten Merchandise kaufen und so weiter. Da sagt jetzt nachher keiner mehr, aber die Frau Lambrecht ist ganz böse. Andersherum, die Frau Lambrecht, natürlich Kulisse, Hintergrund, Silvester. Ist das wirklich ein Fehler? Oder hätten wir vielleicht aus Deutschland sagen müssen, es ist Krieg in der Ukraine und ich bin noch persönlich gesehen ganz ruhig dafür, wenn wir wirklich so kleine Bürokratenscheißer geworden sind in Deutschland. Wenn das wirklich so schlimm ist, wie Lambrecht jetzt quasi dargestellt wird, wenn die Ansprache so schlimm war, so fatal war. Freunde, wir ziehen in Deutschland ab heute was durch. Ab heute heißt es, solange wie Krieg in der Ukraine ist, gibt es kein Silvester, kein Weihnachten. Allgemein alle Feiertage in Deutschland werden gestrichen, genullt. Wir Deutschen dürfen ab sofort nur noch in schwarz gekleidet rausgehen mit einer Trauerbinde um Arm für die Ukraine und gleichzeitig eine Hate-Binde gegen Putin. So dürfen wir Deutschen nur rausgehen und nur noch mit dem Kopf nach unten demütig unsere Wege schreiten. Ist das, wo wir hingehen wollen in Deutschland? Nur weil eine Ministerin zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise nur weil sie eine normale Ansprache gehalten hat, den Krieg sogar erwähnt hat und ja, im Hintergrund wurde ein bisschen geballert, ja, und es war Silvester, es war draußen, hallo, ich bin draußen in der freien Natur, ne, ich rede gerade über Naturschutz, hinter mir ist ein Jäger, schießt gerade ein Elch ab, verdammt, wie kann ich da über Naturschutz reden, ja, also, was ist eure persönliche Meinung, hat die Lambrecht wirklich damit einen Fehler gemacht oder nicht, wir persönlich finden, nein, sie wird ja gerade wirklich gefühlt
in allen Medien, das deswegen ist zerfetzt und alle sind darüber sauer. Aber wie kann man Krieg erwähnen, wenn nebenbei hinter uns Silvester ist? Ich habe es auch in diesem Video schon 10-mal den Ukraine-Krieg mit erwähnt. Also nochmal, Ukraine-Krieg, Ukraine-Krieg, Ukraine-Krieg. Es ist schlimm, was unten passiert. Der Krieg muss enden auf jeden Fall. Und wir wollten ja quasi eigentlich alle, wir sind ja jetzt alle, wir haben, machen kurz das Thema, kurz mal Krieg mal ganz groß. Wir sind ja alle leiden unter dem Krieg mit den Folgen. Ja, außer der Herr Putin, der steht immer noch so da und ich mache alles richtig. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Also auf jeden Fall, der Krieg muss enden, damit wir quasi wieder zu denen hinkommen können, wo wir vorher waren. Ein Handel erleben, einen weltweiten Handel, damit alle quasi glücklich sind. Aber die Lage weltweit spitzt sich so ein bisschen zu, aber das bekommt ja jeder mit, der ein bisschen Nachrichten hört. Aber gesagt, warum jetzt über eine Rede einer Ministerin? Ja, auch wenn es eine Verteidigungsministerin ist und das zufällig vor, oder auch nicht zufällig, im Hintergrund Silvester gewesen ist. Dennoch finde ich die Ansprache war ganz normal gewesen. Was ist eure Meinung dazu? Bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr genauso seid wie Deutschen, regen uns das über jeden Scheiß auf, über jede Kleinigkeit, dann, was mache ich denn jetzt da spontan? Okay, dann, aber ich habe das leider nicht da, ich kann es nur suggerieren, dann plädiere ich für den Umweltschutz, ja, und kaufe mir ab sofort nur noch Gurken, die in Folie eingeschweißt sind. Und mache davon ein Video und sage Umweltschutz und habe im Hintergrund eine Folie, die eingeschweißt ist. Also, Deutschland oder die Leute, die sich darüber aufregen, Gott, seid ihr kleinlich und doof geworden. Schönen Tag euch noch. Follow me, Instagram, TikTok etc. Schöne Grüße auch an meine Fans, Deutschland, Österreich und Schweiz. Lambrechts, peinliche Silvesteransage. Es war eine ganz normale Silvesteransage und man kann es auch in Deutschland echt übertreiben. Ich bin gespannt auf eure Kommentare.